Hallöchen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir machen weiter bei UFO Enemy Unknown in der Superhuman Fight for the Future Challenge. Nachdem wir zum letzten Mal vor ein paar, keine Ahnung, Wochen gespielt haben. Ich bin Wehofner, euer Kommandant. Und wir waren ja hier stehen geblieben in der Mission mit dem Terrorraumschiff. Treiber. Wir haben einen Schniller platt gemacht. Okay, ich muss erst mal gucken, wo wir sind. Wo wir sind, wer wir sind. Kriegsfalle, Medley 3000, Spencer Camp. Gucken, wo ist denn Mr. Fishwurst? Er wollte ja den Skyranger nicht verlassen, ohne Rüstung. Dann wird er halt als Trupp für den Skyranger hier bleiben. Eddie Mail, unser Sniper-Mensch. Unser Sniper, der bleibt hier. Wir postieren uns am Ausgang. Super German Let's Play stellt sich ganz wagemutig nach vorne. Wir ziehen auch den Rest nach. Medley 3000, Spencer Camp, Mr. Fishwurst, du wirst den Skyranger bewachen. So, ich gebe einmal ab. Bin mal gespannt, ob wir diese Mission schaffen. Ich bin gerade wieder aufgeregt wie ein Bräutigam. Oh! Wir haben ja noch einen Panzer, habe ich gerade gesehen. Da war noch ein Schneller. Ich habe den Panzer ganz vergessen. Der Panzer sieht den Schnitter. Schnitter sieht den Panzer. Panzer macht Zielschuss. Panzer schießt. Panzer legt den Schnitter flach, aber nur betäubenderweise. Der Panzer erkundet die Gegend, hat keine Zeiteinheiten mehr. Shigeru wagt sich nach draußen. Aber auch nur der. Ich versuche jetzt erstmal die Rookies zu verheizen. Und unsere Abonnenten bleiben zum Schluss. Für zum Schluss, meine ich. Wir wollen den Außerirdischen ja es nicht so einfach machen. Der Panzer rollt, aber das seht ihr ja selber. Bin dafür, dass der Panzer hier diese Tür im Auge behält. Die zweite Tür ist noch problematisch. Shigeru Yamanaka versucht, sich hier hinten vorzutasten. Zur Wand des UFOs und er sieht einen Twi-Bear mit einer schweren Plasmawumme. Er schießt. Yeah! Aber er ist betäubt, der Twi-Bear. Shigeru stellt sich wieder hier hin. Keine Zeitanhalt. So, wen können wir auspacken? Medley 3000, Keksfalle, alles Abonnenten hier am Start. Eddie Mail steht hier. Nein, Super German Let's Play. Ha, so viel zum Thema. Ich schicke erstmal die ganzen Rookies raus. Wir müssen erstmal ein wenig entknubbeln. Eddie Mail geht ganz nach hinten. Mr. Fishwurst. Spencer Camp. Stellt sich wagemutig hier und guckt unterm Skyranger. Da ist keiner. So, mal gucken. Wer schießt gleich die erste Granate? Rene, ja, jetzt so macht eBay Spaß, hätte ich jetzt fast gesagt. Jetzt kommt der Didier. Eddie Mail. Medley 2000. Mr. Fishwurst. So. Und wir geben wieder einmal ab. Eine versteckte Bewegung. Wir hören Türen. Noch ein Schnider. Die versammeln sich alle im UFO. Die Schnitter. Und die Twi-Bear.
Und unser Panzer zielt wieder. Und Action. Wieder ein betäubter Schnitter. Spencer Camp. Rennt wagemutig hierhin. Shigeru versucht's auch nochmal. Schafft es leider nicht. Wir versuchen ein paar Mann so in hier hin zu postieren am Sky Ranger, dass wir die Tür im Auge behalten können. René! Postiert sich hier hin. Wir geben wieder ab. Ein Tri-Bear. Er hat nicht geschossen. Keine Granate, kein gar nichts. Noch ein Schnitter. Er tarnt sich. Sehr interessant. Diese Bugs habe ich schon öfter gehabt, zumindest in dieser Runde hier. Dass sich plötzlich Cyberdisks und Schnitter tarnen, also die Terroreinheiten. Shigeru bleibt hier. Er sieht zwei. Ein Schnitter und ein Tri-Bear. Unser Panzer liegt gar nichts flach gerade mit dem Zielschuss. Da muss Spencer ran. Macht den Schnitter fertig. Schnitter ist tot, Jim. Oh Mann, mit dem Gesicht zur Wand. Das ist gut. Gucken, was René so reißen kann unterm Sky Ranger. Macht die Sau kalt. Ja! Yeah! Nicht genug Zeit anhalten. Haben wir Schnellschuss, geht noch, aber der lebt noch, der Tri-Bear. Ja! Yeah! So, er stellt sich unterm Sky Ranger und er. Er unterhält sich gerade mit den Überresten vom Kopfkinobetreiber, die hier noch unterm Sky Ranger versammelt sind hier. Den Sky Ranger haben wir seit dem Zwischenfall nicht mehr gewaschen. Ja. Also, dass der gute Kopfkinobetreiber hier immer noch mit jeder Mission mit uns fliegt. Ich gebe wieder ab, oder? Was mache ich? Wartet mal eben. Nein, doch. So. Die Tür geht wieder auf. Fragt sie nur, welche Tür? Nein! Ah, der berühmte Schuss ums Eck. Der erste Tote für uns. Ah, hallo, Leute. Er stellt sich wieder hier hin und bewacht hier die Ecke. Mal gucken, ob der Panzer eben was reißen kann. Keine Visierlinie. Nicht genug Zeit anhalten. Dann muss der Zielschuss ran. Ja! Beide flachgelegt. Gott, wie viele Terroreinheiten haben die in dem Schiff drin? Super German Let's Play hält hier alles im Auge. Keksfalle. Dieter Hafner. Bewacht hier die Gegend, damit hier Spencer nicht in den Rücken geschossen wird. Wir geben wieder ab. Guter Reaktionsschuss, allerdings vorbeigezielt. Spencer Camp stellt sich hier hin. Der Panzer rollt langsam vor, erkundet die Gegend und sieht irgendwas. Ah, ein Tri-Bear. Wir versuchen ihn nochmal abzuschießen. Vom Geräusch hat er gerade zwei Treiber flachgelegt.
Wir machen den Weg frei. Oh, ich bin froh, wenn die Blaster hier endlich mal kommen. Da liegt eine Waffe, okay. Dieter Haffner versucht hinzukommen. René bleibt hier stehen. Macht sich scharf. Super German Let's Play kniet sich hin. Keksfalle, jetzt kommen die Abonnenten raus. Und Mr. Fishwurst bewacht den Sky Ranger, wie angekündigt. Oh, diese Sniper-Sau da oben. Yeah! Aber ein... Yeah! Das war jetzt ein richtiges Yeah! Ich hab mir sowas fast gedacht. Verdammte Hacke. So, damit haben wir den Eingang im Auge. Spencer Kemp macht sich scharf, guckt rein, kommt wieder raus. Hat keine Zeiteinheiten mehr. Super. Yeah! Wer war das? Super German Let's Play? Wenn ja, sehr gut. Nein! Okay, Super German Let's Play ist jetzt Geschichte, wenn das war. Hier geht's gerade Schlag auf Schlag. Medley 3000. Du siehst ihn, du kannst ihn runterholen. Yeah, super gemacht, Medley. Super gemacht. Also ihr seht schon, die Sauhunde können auch in den Sky Ranger reinschießen. Wir geben wieder ab. Er hält den im Auge. Ich weiß gar nicht, wie viele Tote haben wir jetzt hier überhaupt an von den Außerirdischen her. Hier sind noch ein paar Schnitter, die noch nicht besiegt wurden. Und wir müssen langsam raus, Leute. Keksfalle betritt die Bühne. Arbeitet sich langsam hierhin vor. Medley 3000 kommt raus, arbeitet sich hier hoch vor, hier hoch. Eddie Bill bleibt im Sky Ranger. Und Fischwurst leistet ihm Gesellschaft. Wir geben ab. Wo kommt die Sau her? Ich glaube, das war Medley 3000. Wo kam die Sau denn jetzt her? Spencer Kemp. Ich bin gerade sprachlos. Ja, die Mail. Ich bin gerade still, wie ihr es hört. Ah! Du Sau! Yeah! Also hier qualmt es gerade ganz schön. Der Panzer erkundet die Ecke. So, hier wird es gleich spannend werden. Der Bereich hier.
Wir geben wieder ab. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier ein kleines Päuschen und wir sehen uns dann nach der Werbepause wieder. Bis dann!